Vermutlich hat jeder von euch irgendeinen Laden, wo er immer wieder geht, seit Jahren. So ein bisschen seinen Stammladen, wo er vielleicht einmal in der Woche besucht. In dem Laden, wo wir gerade stehen, ist das ein bisschen schwieriger. Wir sind nämlich im Fidea Design, das ist ein Pop-Up-Store, wo heute in Luzern in der Altstadt aufgeht, aber nach 9 Tagen ist er wieder zu. Wir wollen wissen, wieso. Und treffen die Gründerin und Inhaberin von dem Laden, Franziska Bründler, eben ein Laden für 9 Tage. Vielleicht muss man kurz erklären, was ist der Hintergrund? Ja, der Hintergrund ist eigentlich einfach. Ich habe gesehen, dass das Ladenlokal frei ist. Ich habe ihnen geschrieben und gesagt, hey, eventuell, wenn ihr nicht gerade einen Mieter habt, wären wir sehr interessiert an einer Zwischennutzung. Und dann haben sie gesagt, ja, mal, sie könnten sich das vorstellen. Das hat mich schon mal sehr gefreut. Und dann haben sie gesagt, ja, es sei nur für 9 Tage, weil sie gehen davon aus, dass sie Mitte April einen Nachmieter haben. Der ist jetzt aber leider abgesprungen. Also vielleicht gibt es es länger. Und wir haben einfach gesagt, komm, 9 Tage ist auch eine super Chance. Wir nehmen auch 9 Tage und probieren es einfach ein, weil die Lage ist so gut. Die musst du einfach ausprobieren. Also wir sind wirklich eigentlich zumindest so an der Shoppingmeile sozusagen in der Luzerner Altstadt. Und es sieht Wahnsinn aus. Also als ich komme, habe ich gedacht, so vor 9 Tagen, da gibt man sich wahrscheinlich jetzt auch nicht wahnsinnig Mühe oder hat gar nicht so, kann gar nicht so viel Aufwand betreiben. Aber wie viel haben wir jetzt da investiert? Wir haben am Dienstagabend um 4 Uhr das Lokal bekommen. Und ja, gestern Abend, also am Mittwochabend, war es eigentlich fertig gewesen, haben wir eingerichtet gehabt. Wir haben natürlich das Glück, wir organisieren die Luzerner Design Tag Design Schenken. Wir haben sehr viel praktisches Mobiliar, Böckli, Platten drauf, wo man einfach sehr flexibel einstellen kann. Darum sieht es auch einigermaßen aus, was mich freut, wenn du das so siehst. Und ja, das ist wirklich so ein das Glück, dass wir so flexibel sind und einfach kommen, hinstellen und Produkte ja, hinlegen und können einfach verkaufen. Fidea Design, vielleicht kurz zu euch. Was bietet ihr da genau an? Was sehen wir da alles möglichst? Fidea Design selber macht Produkte so mit einem Twist. Unsere Produkte, die so etwas Spezielles, Witziges haben, eine lässige Idee ist, das sind eigentlich so Fidea-Produkte, die vor allem in sozialen Institutionen hergestellt werden in der Schweiz. Aber wir selber haben gesagt, wir können den Laden nicht füllen. Wir haben zwar wirklich schon viele Produkte, aber wir brauchen irgendwelche Produkte von Bekannten von uns und haben die Labels angefragt, die an Design Schenken auch mitmachen. Wir haben ein paar ausgewählt und von ihnen noch Produkte dazugenommen. Produkte mit einem Twist, willst du mal so eins zeigen? Man sich nicht vorstellen, was du damit meinst? Produkte mit einem Twist, zum Beispiel die Kerze, die in einem Stück ist und nachher wirklich einfach bis runterbrennt. Das ist so ein super Mitbringsel, steht nachher nicht mehr rum, hast 8 Stunden schönes Licht und nachher ist es vorbei. Das ist zum Beispiel so ein Twist. Oder wir haben zum Beispiel ein ganz lässiges Memo-Spiel, wo du Schweizerdeutsch-Deutsch hast und dann hast du den Begriff von Hochdeutsch und den Begriff von Bauerdeutsch. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage es jetzt mal ein bisschen böse, das kann wenig kopiert werden. Also einfach so, wir können Produkte machen, die einfach so einen Inhalt haben und nicht einfach aus China kopiert wird, sage ich jetzt mal. Und dann sind's, ja, dann haben wir Erfolg. Hopp der Besen. Hopp der Besen, habt ihr euch jetzt auch gesagt. 9 Tage lang, voraussichtlich, eröffnet ihr einen Pop-Up-Shop für so lange Zeit. Wieso nicht einen fixen Laden? Wieso habt ihr nicht ein Lokal, das ihr jetzt für eine unbegrenzte Zeit mietet? Ich hätte das im Fall auch gerne. Gerade in der Altstadt hätte ich wirklich gerne ein kleines, herziges Ladenlokal. Es ist im Fall einfach eine Preisfrage, dass sich das lohnt mit so kleinen Produkten. Das ist einfach, ja, es ist, also ich meine, die Fläche hier, die ist ja offiziell, es würde über 20'000 Franken kosten, bis man das drin hat. Ich weiss nicht, wer sich das leisten kann. Und wir können uns das schlichtweg nicht leisten, als so ein kleines Label aus der Region. Und rundherum können sich so Läden leisten, eben irgendwie Kleiderläden oder ein McDonalds haben wir da gerade vis-à-vis. Also liegt es vielleicht auch ein bisschen dran am Produkt, so, dass es halt schwierig ist, so einen grossen Ertrag zu bringen. Ja, das ist sicher das Thema. Also wir haben sicher Produkte, die, ich sage jetzt nicht schwierig sind, aber es ist halt einfach, ja, bis an denen etwas verdienst, musst du viel verkaufen. Aber wenn jetzt da die Meilen hochlaufst oder allgemein in der Altstadt bist, ich weiss nicht, wie viele Laden findest mit nur Schweizer Produkten von so eigenen kleinen Schweizer Labels. Ich, ehrlich gesagt, würde keinen finden. Und das Schweizer Heimatwerk, aber die fighten extrem, weil die sagen auch, die Produkte speziell, jetzt sage ich mal, die Touristen, die wir hier zu sehen haben, sind nicht nur interessant. Und so von jungen Labels ist dann eher in der Neustadt drin. Das ist sicher das Thema. Aber dort haben wir ganz, ganz eine gute Kundin, die unsere Sachen schon verkauft. Also würden wir nie in die Neustadt gehen. Und ja, so in der Altstadt kenne ich jetzt kein junges Schweizer Label, das hier einen Laden hat. Also eben über 20'000 Franken eine Miete für die Fläche, die ist ein bisschen über 200 Quadratmeter, gell? Ja, genau. Oben ist es etwa 150, sind sehr viel Lagerfläche. Das ist natürlich auch nicht so attraktiv. Aber ja, da musst du wirklich viel, viel verkaufen, bis du das drin hast. Und wenn du denkst, unsere Problematik, wir gehen online einkaufen,
Wir gehen auf Deutschland einkaufen, ins Ausland. Und von dem her ist es einfach extrem schwierig für den stationären Handel. Ich wollte sagen, du sagst, du hättest auch gerne so einen fixen Laden, ein Lokal, das du auftun kannst. Aber eben, ihr habt einen Online-Shop und alle prophezeien ja immer, online ist jetzt halt der neue Markt. Sogar die Shoppingzentren und so haben es extrem schwierig. Ist ein Auslaufmodell, aber wollt man gleich noch einen physischen Laden haben in dem Sinn? Ja, für uns ist es auch mehr eine Image-Geschichte. Wir sind ein Luzerner Design-Label. Wir hätten extrem gerne hier in der Stadt, wie einfach einen Laden, wo man uns auch sieht. Das wäre etwas Schönes. Und dann muss man sagen, unsere Produkte sind teilweise nicht nur erklärlich auf der Webseite. Also man muss sehen, wenn man so etwas zum Beispiel, das macht das Blindenheim Horb, das ist ein Pete Sauber, das ist ein Bildschirmbürste und eine Tastaturbürste, handgemacht im Blindenheim. Das musst du den Leuten teilweise können erklären. Und darum, mal für uns wäre es auch ein eine Imagegeschichte, gewisse Quadratmeter zu bespielen. Jetzt haben wir sozusagen einen Test mit 9 Tagen. Also ist es gleich noch ein Zukunftsding, dass du sagst, irgendwann will ich mal ein Lokal haben, vielleicht nicht gerade hier, vielleicht zu einem günstigeren Preis, aber irgendwann will ich das. Ich kann das heute nicht sagen, aber wenn jetzt irgendwie morgen ein Mieter mir anruft und sagt, hey, ich finde es lässig, was ich möchte und ich würde gerne lokales Design unterstützen und ich habe eine gute Lage, weil es ist wirklich das Thema. Also so, das ist eine super A-Lage, eine B-Lage ist auch okay, eine C-Lage wird zum Beispiel schwierig. Und das ist schon ein Thema. Also einfach nur einen Laden, damit wir einen Laden haben, das müssen wir nicht machen. Für das haben wir auch ein Büro, einen Showroom an der Santi-Matt-Strasse. Für das haben wir gute Fachhändler, die unsere Sachen einfach kaufen. Auf Biegen und Brechen muss es nicht sein, aber wenn es eine Chance wird geben, ja, also sind wir offen für so Geschichten. Jetzt kommen wir zuerst mal die 9 Tage. Danke vielmals fürs Zeigen und das Erklären. Und vielleicht gibt es ja auch in eurer Stadt Schwierigkeiten, ein Ladenlokal zu mieten. Wie erlebt ihr es vielleicht in Basel, in Bern oder in Zürich? Ist es auch dort schwierig, wirklich einen Laden fix zu haben? Schreibt es unten in die Kommentarspalte.